Vielen Dank vorab erstmal an EA, dass ich die neue Season schon 2 Wochen vor Release testen durfte. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 11 Video. Heute möchte ich euch die neue Legende Ashe ein bisschen näher bringen. Ich möchte euch die Fähigkeiten zeigen. Das meiste davon zeige ich euch nur auf dem Trainingsgelände. Grund ist, die wenige Zeit, die alle Streamer beim Early Access auf der neuen Map hatten, die betrug gerade mal 3 Stunden. Und da die Lobbys nicht immer voll waren oder so schnell voll wurden, hat man viel Zeit mit Warten verbracht. Und dadurch ist nicht sehr häufig gutes Gameplay zustande gekommen, beziehungsweise man musste überhaupt hoffen, dass man zuerst wählen konnte, um überhaupt Ashe in die Finger zu bekommen. Ihr kennt es, zu einem neuen Start von einer Season ist es meistens so, wenn du nicht gerade wählen kannst, musst du irgendeine andere Legende nehmen als die neue. Das ist leider ein bisschen nachteilig. Ich kann euch auf jeden Fall Marked for Death erstmal erklären. Die passive Fähigkeit, eine interessante Fähigkeit, konnte ich leider im Gameplay nicht euch richtig zeigen. Leider, es ist so, wenn jemand gerade stirbt, wird dir, also ein Gegner, wird dir das auf der Minimap bei Ashe angezeigt, der Standort der Deathbox. Und wenn du auf der Minimap, also wenn du die Karte öffnest, auf diese Deathbox gehst und die markierst, siehst du, wie lange der Gegner dort schon liegt oder die Deathbox eben. Und wenn du selber persönlich an dieser Deathbox stehst, das muss aber eine der jüngsten oder wahrscheinlich gerade die frischste Deathbox sein, damit das funktioniert, steht zumindest hier, werden mit einem Tastendruck auf dem D-Pad nach unten die Gegner oder der Gegner markiert, der diesen Menschen da, die Legende, getötet hat. Ich konnte es nicht vormachen, ich habe es einmal getestet, da war aber der Gegner schon tot. Wie gesagt, Gameplay war sehr, sehr rar in den 3 Stunden, deswegen konnte ich das euch hier nicht zeigen. Die taktische Fähigkeit ist sehr interessant, aber sehr intuitiv und wahrscheinlich sehr selten vernünftig auszuspielen. Wirft eine Schlinge und haltet euch fest, dieses Ding hat keinen Bullet Drop. Es macht zwar nur 20 Damage, sieht erstmal harmlos aus und auch der Wirkungsbereich ist nicht sehr groß. Aber wenn ihr einen Gegner trefft oder das auf den Boden werft und ein Gegner da reinläuft, am besten, wenn ihr von einem Gegner vielleicht wegrennt und ihr euch das hinter euch schmeißt, lauft durch die Tür, schmeißt das vor die Tür, der Gegner läuft rein, der wird gefesselt für einen kurzen Augenblick, für einen wirklich kurzen Augenblick und in der Zeit ist der fast bewegungsunfähig. Und ihr könnt den dann niederballern. Ich zeige es euch gleich noch anhand von Gameplay auf der neuen Map. Ich zeige euch hier mal den Wirkungsbereich. Und das ist halt leider hier gerade auf der Firing Range ein klein wenig verbuggt. Deswegen müssen wir mal ganz kurz warten. In der Zeit kann ich euch aber mal die Cooldown-Zeiten erzählen. Wir haben zum Beispiel die taktische Cooldown ist 24 Sekunden mit goldenen Helmen, 19 Sekunden. Und die ultimative Fähigkeit ist in 2 Minuten voll und mit goldenem Helm 1 Minute 35. So, jetzt versuchen wir das hier nochmal. Ich werfe das mal hier hin. Ja, und jetzt seht ihr hier diesen Wirkungsbereich. Der ist nicht sehr groß und wenn der Gegner dort reinläuft, dann wird er halt, wie gesagt, ganz kurz gefangen, bewegungsunfähig und dann kannst du den niederschießen. Es hält nicht sehr lange, was auch ganz gut ist, weil sonst wäre es definitiv OP. Und hier hat sich gerade wie so ein Portal geöffnet. Apropos Portal, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die ultimative Fähigkeit. Und vorab, man kann nicht durch Wände teleportieren, wie es ursprünglich hieß. Es ist genauso wie bei Wraith ein Portal, es geht aber deutlich schneller und ihr müsst nicht hin und her laufen. Ihr könnt, und das ist ganz wichtig, Use Ultimate Accelerant, ach so, das ist ein One-Way-Teleport. Ihr könnt nur den Eingang nehmen. Der Ausgang ist gesperrt und ihr seht, es hält auch wirklich extrem kurz. Und deswegen rate ich jedem, wer das nutzt, das kann man richtig, richtig geil nutzen. Wenn man einfach... Moment, jetzt muss ich erstmal ein bisschen Zeugs mitnehmen. Jetzt gehen wir einfach mal hier so hoch. Und jetzt zeige ich euch erstmal die taktische Fähigkeit, bevor ich euch einfach mal eine sinnvolle Variante der ultimativen Fähigkeit zeige und welchen Nachteil ich dabei sehe, wenn ihr das aktiviert. Ich nehme mal kurz die Kraber mit, damit ihr seht, dass wirklich die taktische Fähigkeit keinen Bullet Drop hat. Hier ist der Gegner. Jetzt hauen wir die taktische Fähigkeit raus und gehen einfach mal mit dem Zoom-Visier hinterher. Zack, und ihr seht,
Das Ding fliegt ohne Bullet Drop einfach straight bis auf den Gegner. Sehr, sehr geil auf jeden Fall, wie ich finde. Aber man hat wahrscheinlich nicht ganz so oft die Möglichkeit, auf einen Gegner so zu zielen, weil er so still steht. Aber ich glaube effektiv, wenn jemand gerade eine Box lootet, Care Package, keine Ahnung, oder irgendwo hängt. So, welchen Tipp ich euch jetzt geben würde? Ach so, vorher. Der Riesennachteil. Hier, wenn du gerade mal nicht so richtig gerade ein bisschen Probleme hast, siehst vielleicht nicht richtig, Mensch, wo ist denn hier gerade der Cursor für mein Portal? Das ist der Nachteil. Du siehst den Cursor, wo es hingeht. Hier, warte mal, wenn ich das jetzt mal hier hin mache, sieht das alles noch toll aus. Und wenn ich jetzt aber versuche, das hier irgendwo zu platzieren, das siehst du teilweise sehr, sehr schlecht, gerade wenn du in der Hektik bist. Ich habe es im Gameplay so ein bisschen mitbekommen. Du musst genau darauf achten, Mensch, wo ist denn das Ding jetzt? Auf jeden Fall würde ich es so machen, dass du vielleicht hier dich hinter den Gegner portest. Und kannst dann den Gegner einfach mal ganz easy weghauen. Das ist jetzt zumindest das, was ich euch bei Ash näher bringen würde. Und jetzt zeige ich euch mal noch ganz flott Gameplay für die taktische Fähigkeit. Wie gesagt, Mark of Death konnte ich leider überhaupt nicht aufnehmen, weil einfach zu wenig Leute auf der Map unterwegs waren. Und die Map ist auch deutlich größer, als sie ursprünglich auf der Minimap, die ich mal gezeigt habe, ist. Also die ist wirklich arschgroß und ich würde sogar sagen größer als Kings Canyon. Ja, das war es jetzt soweit erstmal von mir. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit den Bildern auf der neuen Map ganz kurz. Und dann war es das. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Recharging shields.